Es geht um stabile Taschenmesser oder stabile Folder im genaueren sagen. Normalerweise würde ich sagen, ist ein Small Pocket oder Neck Knife das stabilste Taschenmesser, was man sich vorstellen kann. Ist keine Mechanik dran, kann nicht kaputt gehen. Dann habe ich mir vor kurzem gebraucht das Sword Peasant geholt und da ist im Grunde eigentlich nur eine Achse dran. Die Cuscadi-Version ist natürlich um einiges stabiler als die Originalversion. Die haben größere Schrauben verwendet hier. Das würde ich sagen, ist auch etwas recht Stabiles, weil es mechanisch gesehen hier eine Klinge mit der Angel gibt. Und wenn man irgendetwas Beanspruchungsvolles machen muss, wie leichtes Batoning, dann würde ich nicht am Griff anfassen, sondern hier anfassen und dann hier batonen, also damit nichts auf die Achse geht. Als drittes nenne ich, weil ich sonst keine stabilen Folder mehr habe, das Do-Star, den Cutter Jack. Er ist im Grunde auch ein Taschenmesser mit Clip und kann dann an verschiedenen Stufen verschieden weit ausgezogen werden und festgezogen werden. Also sehr stabil, hat seine 3 mm Klingenrücken und ich bin sehr zufrieden bis jetzt damit. Ich habe das jetzt schon einige Tage dabei. Qualifiziert natürlich nicht als Folder. Und ansonsten hatte ich noch einen Folder, den ich richtig stabil fand. Und das war das World Legal Knife von Lansky. Das war mal was Stabiles als Folder. Das würde ich sogar noch stabiler bezeichnen als das Cuscadi. Also, das soll es zu meiner VA gewesen sein. Danke fürs Einschalten, kommentieren, bewerten und tschüss.